Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Tropico 6 Tropitschkovic. Meine lieben Freunde, wir sind wieder hier auf unserer wunderschönen Insel in Mission Nummer 1. Ey, mein Gott, das werden ja 1 Milliarde Folgen, wenn wir wirklich alle Missionen spielen. Alter, das ist die erste Mission, die geht jetzt schon, was ist das hier, Folge 6 oder so? Meine Güte. Aber wir müssen halt warten, bis diese Goldnüsse endlich mal exportiert werden. Sind sie hier drin? Ne, ist Gummi drin. Und in dem Schiff waren jetzt mal keine Goldnüsse. Wir machen Geld ohne Ende. Geld ohne Ende, meine lieben Freunde. Das kann man schon mal festhalten. Hier sind Goldnüsse. Hier sind Goldnüsse drin. Also, der nächste Frachter, der kommt, der hier, der wird Goldnüsse bekommen. Und da kommen auch meine Piraten wieder, die dann mal einen Beutezug vornehmen werden, wenn sie wieder da sind. Ja, was ist mit Penultimo, fragen sich die Menschen. Man weiß es nicht. Er sagt nichts mehr. Er ist vielleicht irgendwie verschütt gegangen. Man hofft's. Ah, guckt euch mal meinen Palast an. Ist er nicht schön? Kann man jetzt hier eigentlich Gebäude neu platzieren? Nee, Präsidentin, nee, anpassen. Ziegelmauer, Zentrum, was? Daten haben wir schon. Was ist das? Fensterstil. Ja, finde ich schon schöner. So. Ganze Ziegelmauer, Hecke. Viktorianisch. Nehmen wir doch viktorianisch. Das sieht doch besser aus. So. Okay. Oh, 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 oh. Was ist das denn? Einmal ein Felsen. Nee, das war schon das Schönste. Will ich auf jeden Fall beibehalten. Aber was ist hier? Was kann ich da machen? Kann ich da irgendwas machen? Ich weiß es nicht. So. Da. So, jetzt wir warten auf den Frachter, der dann die Goldnüsse, die restlichen, exportiert. Alter, jetzt sind es wieder nur 14% Zustimmung. 11! Was ist denn da los bei den Leuten? Ich bin doch ein super Herrscher. Jetzt mal ernsthaft. Man muss mich lieben. 10! So, jetzt, Leute, jetzt knallt's hier. Gouverneur, das ist einer der raffiniertesten Goldschmuggelpläne mit Kokosnüssen, in denen ich je verwickelt war. Aber ihr müsst vorsichtig sein. Falls Lord Windham Zweifel an eurer Loyalität bekommt, wird er nicht zögern, einen strengen Bericht an seinen Vorgesetzten zu schreiben. Das könnte schnell zur Bildung eines Komitees führen, welches nach einiger Zeit einen Anschlag auf euer Leben empfehlen dürfte. So, wir haben die Mission endlich geschafft. Und ich sind der Meinung. Oha, und jetzt das wollen sie ein Theater. Naja. Die wollen ein Theater. Dann gucken wir doch mal, ob wir das liefern können. Die Blaupause haben wir schon, aber das Theater noch nicht. Ach Gott, ja, jetzt ist es soweit. Es ist soweit, wir müssen die Maisplantage hier abreißen. Das bringt nichts. Hier, das ist perfektes Bauland. Wir bauen eine neue. Wir bauen eine neue Maisplantage hier oben hin. So. Das hat ja sonst überhaupt keinen Sinn hier. Das hat da keinen Sinn. Brauchen ein bisschen Bauplatz. So. Da wird sie abgerissen. Mal gucken, ob die Felder da auch verschwinden oder wieder. Ja. Perfekt. So. Dann gucken wir mal. Wo ist das Theater? Sehr schön. So. Das haben wir. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen mehr Bauplatz. Wie sieht es denn überhaupt mit dem Wohnraum aus? Ja, es wohnt niemand in den Luxusvillen. Kann sich kein Mensch leisten. Aber es sind auch noch Plätze frei hier. Vielleicht machen wir mal hier noch ein paar Landhäuser hin. Oh, ich vergesse mal diesen Button zu halten.
war das für ein Button? Mehrere. Shift, alles klar. So. Machen wir hier nochmal drei hin. Das passt. Bisschen was zu bauen für unsere wunderbaren Baumeister. Oh. Ich muss noch einen Schluck trinken, Leute. Nicht böse sein. Aber man muss ja eine Stimme auch mal ölen, nicht? So, machen die jetzt immer noch Goldnüsse hier. Offensichtlich. Ich weiß nicht, wie viel die an Kohle bringen, aber wir lassen das jetzt mal auf Gold. So, wir müssen hier noch Beute machen. Gehen wir mal Beute. Was brauchen wir denn am ehesten? Ah. Ist eigentlich scheißegal wahrscheinlich, oder? Machen wir Gold. Gold ist immer gut. So. Die dürften dann bald schon wieder lossegeln. Das ist schon mal gut. Und hier wird jetzt weiterhin gebaut. Die Maisplantage kommt natürlich wieder. Brauchen wir irgendwas zu essen, meine Leute. Was haben wir denn hier? Wir haben doch aber auch... Eine müsste doch hier noch Mais sein. Naja, eine haben wir noch. Wäre eigentlich ein Laden? Zeitung, Dip, das haben wir beides. Hier, kleiner Laden. Machen wir hier hin. Passt ja perfekt. So, also haben meine Leute haben auf jeden Fall jetzt wieder einiges zu bauen. So, die ist auch fertig. Wieso hast du keine Straßenanbindung? Bist du ein Vogel? Bist du ein Vogel? Verstehe ich nicht. Leute, ist das euer Ernst? So. Hier bauen sie schon wieder Baracken. Machen wir hier noch eine Baracke hin für die Feldleute. Die Bauern. Neuer Begriff für Bauer ist Feldleute. Das ist so. Das könnt ihr im Duden nachschlagen. Da stehen die Goldbarren. Aber wo sind die Goldnüsse, ist die Frage. Sieht man die? Nee, ne? Was ist mit ihm? Darf ich kurz durch, bitte? Hier. Ist sie komplett voll? Total besoffen oder was? Könnte durchaus sein. Steht aber nirgends. Dieser Job ist mein. Essen wir. Bettzeit. Trinke nicht, um zu vergessen, weiß aber nicht mehr wieso. Also die scheint voll bis oben hin zu sein. Das kann mir ja keiner erzählen hier. Jetzt geht's in den Zirkus total dicht. Ab in den Zirkus! Ja, sicher, ich weiß nicht. Im Zirkus geht's rein. Ich meine, gut, was zu haben. Aber da brauche ich noch eine stündliche Zeit, bis ich endlich da bin. Wenn ich so weitergehe, komme ich vielleicht in 3 Jahren an. Oh mein Gott, die wird noch Jahre brauchen, bis sie in den Zirkus kommt. Naja, aber wir haben hier den Auftrag abgeschlossen. Das bedeutet, unser Theater ist da. Das ist schon mal nicht schlecht, aber warum... Jetzt nicht weiter. Ah, jetzt. 8 Immigranten, toll. Wir müssen jetzt das Theater lassen Sie besuchen. El Presidente. Das ist möglicherweise keine Falle. Es ist auch möglich, dass ich eines Tages König der Welt sein werde. Du? Penultimo. Du bestimmt nicht. Du bestimmt nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Wie gehe ich denn bitte jetzt mit dem Präsidenten da rein? Also, warte mal. Präsidente auswählen. Gebäude besuchen. Theater. Da sind wir. Ah, der coolste Präsident aller Zeiten. Einfach hier mitten unter dem Fußvolk. Naja, das ist ein Mann von Welt, meine lieben Freunde. Das ist ein Mann von Welt, der jetzt ins Theater geht. Hier in seiner wunderschönen Heimat. Da ist auch wieder jemand total besoffen. Gucken wir mal, wie weit sie schon gekommen ist. Sie müsste irgendwo hier sein. Da.
Alter, die braucht echt 4000 Jahre, bis sie zum Zirkus gekommen ist. Also wenn man so ein, also Tropico wirbt ja damit, dass die Einwohner, jeder Einwohner hier seinen Tageszyklus hat. Ja, aber die ist doch jetzt raus für 4 Stunden. Naja, okay. Also unser El Präsident ist auf jeden Fall schneller da im Theater. Da bin ich mir relativ sicher. Wo ist er denn eigentlich? Da! Nee. Doch, nee. Weiß nicht. Da, nee. Wo ist mein Präsident denn jetzt schon wieder? Leute. Ist der nicht schon da? Oder hier ist er drin. Und das zählt erst, wenn er wieder rauskommt. Aber ein hübsches Theater, oder? Teatro de Tropičković! Gouverneur, aha. Ich wurde angeschossen. Oh, du armer Penultimo. Als ich nach den Erdnüssen griff, hat irgendwas Peng gemacht. Dann nochmal Peng. Noch 9 Mal. Oh, okay. Was machen wir jetzt? Penultimo stirbt nicht, die Gedenken. Ja. Ich lobe die Inszenierung. Optimus ist ein Volksheld. Wir respektieren jene, die sich für die Sache eine Kugel einfangen. Einige von uns hoffen, selbst einmal angeschossen zu werden. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wachturm. Jetzt brauche ich Wachtürme. Da sind wir. Wachtürme. Machen wir das mal. Damit wir da auch durch sind. So, Wachtürme, was ist denn, wo sind die denn? Überfälle und Militärwachturm, die finde ich aber nicht so schön. Aber gut, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, gehört zur Hauptmission. Wo soll man denn den mal hinbauen? Hier würde es Sinn machen, direkt neben dem Zirkus. Falls mal irgendwie ein Löwe ausbricht, dann kriegt der schon mal direkt einen drüber. Hier passt einer hin. Und ja, geht sicher. Machen wir hier einen hin. So, dann haben wir die 3 Wachtürme. Noch 4 Jahre Mandat. So, die werden schon gebaut. Sehr gut. Geht relativ fix. Erster ist fertig, zweiter ist fertig und dritter auch jeden Moment. Wir sind auf die Invasion vorbereitet, Gouverneur. Wunderbar. Oh, Gouverneur, ihr seht heute so hübsch aus. Oh, tut mir leid. Ich habe ein wenig geblutet, seit ich angeschossen wurde und mir ist ziemlich schwindelig. Also, erreichen Sie eine durchschnittliche Nahrungszufriedenheit, eine Glaubenszufriedenheit und eine Freiheitszufriedenheit. Was soll ich jetzt, was bringt mir dieser Ausruf? Freiheit! Das haben wir nämlich schnell geschafft. Wir sind natürlich clever. Aber wie kriegen wir jetzt noch einen Punkt dazu? Das ist die Frage. Viva la Revolution! Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir alles... Geld. Wie kriegen wir jetzt noch eine Freiheitszufriedenheit dazu? Leute, da brauchen wir irgendwas Bildungsmäßiges vielleicht noch, aber haben wir ja schon alles. Kann ich in der Zeitung irgendwas einstellen, was die Freiheit irgendwie vielleicht... Bürger, die denn jetzt eine Entscheidung geben, haben jedes Mal, wenn sie sich ausruhen, eine Chance, ihren politischen Ansicht ihre Revolution zu ändern. Ja. Jetzt ist es auch noch gesunken. Verdammt. Was ist, wenn ich hier offener Geist mache, Leute? Wie fördere ich die Freiheit? Luxusunterhaltung. Vielleicht soll ich ein Opernhaus bauen.
Wir bauen ein Opernhaus. Leute, das wird es jetzt sein. Das wird es sein. Gott, schon wieder vergessen. So, noch ein paar Landhäuser. Und da, na, du weißt, kann sich eh wieder keiner leisten, nicht? Hier wohnt auch noch niemand in den Luxusvillen. Das Volk hat ein Anliegen. Das nervt mich aus nicht. Sicherheitsgründen ist es. Wie kann ich. Geht das hier? Nee. Wir müssen irgendwas. Irgendwie müssen wir die Freiheit noch zwei Punkte nach oben bringen. Was sagt denn der kleine Laden eigentlich? Da ist Mais, Kokosnuss, Fleisch, Milch. Das ist alles gut. Wo steht denn Servicequalität? Wo stehen denn nochmal diese Statistiken? Hier, ne, das ist das. Freiheit. Der Freiheitsgrad der Umgebung ist die Umgebung des Zuhauses und der Arbeitsplatz eines Bürgers wird sich hier immer in die Arbeit und ruhen auf die Freiheitszufriedenheit aus. Bürger mit einer sehr geringen Freiheit könnten sich heimlich dafür entscheiden, Rebellen zu werden. Okay. Freiheitsquellen. Ah, siehst du nämlich, die Wachtürme machen das, die hätte ich mir nämlich schon fast gedacht. Die scheiß Wachtürme müssen ja wieder weg. Kann ich den wieder abreißen? Bringt mir das was? Reicht mir hier mit euch. Zack. Freiheit ist uns wichtig. Opernhaus. Fertig. Geil. Aber es scheint sich nicht auf die Missionen auszuwirken, die wir vorher hatten. Das ist schon mal nicht schlecht. Retten. Aber... noch hat sich das nicht wirklich ausgewirkt. Aber die Modifikatoren müssten jetzt weg sein, oder nicht? Gesamtzufriedenheit, arbeitslose Bürger, obdachlose Bürger. Jetzt habe ich schon wieder obdachlose Bürger, jetzt mal ernsthaft. So. Freiheitsquellen. Zeitung. Zeitung und Theater, aber die Oper nicht, oder was? Was ist, wenn ich noch eine Zeitung baue, Freunde? Eine weitere Zeitung? Was produziert die Zeitung? Produziert doch auch Wissenschaftspunkte, oder? Die ist aber schon relativ gut gesetzt. Also die, wenn ich noch eine baue, das bringt wahrscheinlich nicht viel. Außer ich baue sie hier hin. Das ist das Gebiet, was noch nicht... Also ich meine, das kostet mich nichts. Also wenig. Wo ist sie denn? Eine Zeitung, eine weitere. Was ist das denn bitte für ein Raster? Warum ist das alles gelb? Oh, hier noch eine hin. Vielleicht hilft das. Alter, wir haben richtig viele Einwohner. Mittlerweile. Kindergeld hat Level 2 erreicht. Was bedeutet das? Wo sind meine Verordnungen? Hier. Kinderlevel. Kinderlevel. Kindergeld Level 2. Okay, was heißt das? Nee. Bleibt. Jetzt habe ich die Wachtürme weggemacht, das bringt aber gar nichts. Für die Freiheit. Das ist doch Blödsinn. Dann könnten wir hier mal... Gott. So eine Baracke hinbauen. Hier, das ist der Premiumplatz. Direkt am Fluss. Und an einem Opernhaus. Wohnt dort. Ich befehle euch zu wohnen. Mann, Mann, Mann. Der Zirkus ist auf jeden Fall sehr, sehr beliebt. Gouverneur, gemeinsam mit... Da, wir sind wieder bei 54. Zum Besseren wenden. Geld.
Vielleicht bringt uns die Zeitung auf 55. Das wäre gut. Was ist hier eigentlich? Ein Bip. Da! Verbreitet Freiheit, Leute! Unzensiertes Portfolio! Leute, Gebäude verbreitet 15 Freiheit. Ja, wo? Wo? Ah. Noch sehe ich nichts von dieser Freiheit. Das muss doch einen Punkt geben. Zeitung fertig. Leute. Kann doch nicht sein jetzt. Ein Punkt. Die Zeit ist gekommen. Yes! Flüstern nicht mehr, sondern stehen auf den Dächern und schreien. Revolution! Heute verlangen wir höflich unsere Freiheit. Unabhängigkeit erklären und dann gewinnen wir das Spiel nämlich. Irgendetwas stimmt hier nicht, Gouverneur. Ich habe ein brennendes Verlangen, euch Präsidente zu nennen. Ja, das hört sich gut an. Und obwohl es nur recht und billig ist, dass die Krone von uns als ihrer Kolonie sämtliche Exporte erhält, würde es vielleicht einen Unterschied machen, wenn man uns nicht mit eiserner Hand regieren würde. Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass sich der Wille des Volkes in eine eher, nun ja, unabhängige Richtung neigt. Erfüllen Sie die Forderung, die habe ich schon erfüllt. Hab ich. Mein Gouverneur, die Menschen sind voller Zorn. Was ist denn jetzt? Ich hab das Spiel gewonnen. Krank. Oder vielleicht ist es der Ruhm? Verwerfen. Das Volk von Tropico liebt euch fast so sehr, wie ich euch 15.000, liebe, easy. Wir haben einen vorzüglichen Geschmack. Easy. Und wir erklären... Ausgezeichnet. Ich wusste, dass Sie ein schlaues Köpfchen sind. Die Unabhängigkeit. Auch behalten wollen. Mein Herz hüpft vor Freude. Zum ersten Mal begrüße ich... Gouverneur. Wir sind unabhängig. Lassen Sie uns endlich die süße Freiheit kosten. Yes. Sie schmeckt ein wenig nach Kokosnuss. Mit Gold drinnen. Gratulation, Präsidente. Wir vertrauen jetzt auf Ihre Führung. Wir wissen, dass Sie fair und gerecht sein und Ihre Macht niemals missbrauchen werden. Das Volk singt auf den Straßen, dass Sie gerechter als alle Präsidenten vor Ihnen sein werden. Die Unabhängigkeit ist erklärt. Wir haben gewonnen, meine lieben Freunde. Wunderschön ist es hier geworden. Das ist die Geschichte. So haben wir uns kennengelernt, Präsidente. Die wichtigste Zeit meines Lebens. Ich habe die Kugeln des Attentäters aufbewahrt, wisst ihr? Sie liegen mir sehr am Herzen. Wer hätte gedacht, dass so eine Geschichte nur ein kleines Kapitel im Leben von jemandem ausmachen könnte? Aber ihr, meist gefeierter Präsidente, euer Leben hat genug Abenteuer für 100 normale Leute. Ach, für 1000. Aber das sind Geschichten für ein anderes Mal. Und der alte Penultimus ist jetzt erschöpft. Er möchte schlafen und von eurer ruhmreichen Vergangenheit träumen, Presidente. Penultimo. Ihr habt es geschafft, Presidente. Der Sieg gehört uns. Yes. Ich meine, Ihnen. Wollte ich gerade sagen. Sehr schön. Wir gehen zurück ins Hauptmenü und gucken dann mal, was denn Folge 2. Mission 2. Beziehungsweise machen wir einfach in der nächsten Folge. Dann gucken wir uns Mission 2 an und dann geht's weiter. Wir haben die erste erfolgreich bestanden und das ist doch schon mal schön. Ich sage tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei Tropico 6 Tropičković.